dieser Wald ist wirklich lustig. Also ihr hört, die Zivilisation ist nah. Da hinten führt irgendwie eine große Straße durch. Die muss ich nachher überqueren. Oder an ihr langfahren. Aber da ist das Problem, dass wenn, da gibt es keinen Radweg oder so. Da wird man sehr leicht mitgenommen, ohne es zu wollen. So, also muss ich irgendwie sehen, dass ich über diese Straße hinwegkomme. Und dann muss ich unter der Kackautobahn durchkommen. Ameisen, lasst mich in Frieden. Ich bin kein Futter. Ihr könnt mich nicht in euren Haufen schleppen. Da bin ich ein bisschen groß für. Vielleicht, wenn ihr mich zerteilt, aber meine Güte, das wird ein richtiges... Naja, vor allen Dingen der Alkoholgehalt, ne? Naja, so viel habe ich ja noch nicht. Mein zweites Bier. Ich habe mir nicht vorgenommen, die 6 Teile bis nach Hause leer zu kriegen. Wäre ein bisschen viel, ne? 3 Liter Bier. Wäre zwar nicht mein Rekord, aber... Mann, Radfahren. Okay. Ich hoffe, dieses Video sieht kein Ordnungshüter oder sonst was. Führerschein habe ich eh nicht zu verlieren. Also, ich sag mal bis denn. Dieses Bierchen wird ausgetrunken. Und fertig. Und dann geht's weiter. Okay Leute, eigentlich wollte ich so schnell ja keine Rast mehr machen, aber ich habe hier diese wunderschöne Lichtung gefunden mit diesem Holzstamm, der mich ziemlich stark vor Ameisen schützt, die an mir hochkrabbeln wollen. Also ich brauche nicht mehr auf dem Boden zu sitzen. Und die etwas mehr als die letzte Sonne des Abends erwärmt hier meine alten Knochen und ich finde das hier recht nett. So, es riecht nach Tannen, Tannenharz, weil hier ist irgendein rüder Mensch hergegangen und hat einfach die Tannen abgesäbelt. Das finde ich gar nicht toll. Und, aber es riecht fantastisch und ich liebe das ganz einfach. Ich habe auch gesagt, Sonnenschein und Tannenharz ist einfach, oder Tannennadeln, und man hat hier beides, ist einfach wow. Das haut einfach rein. So, und ich brauche sowieso ein bisschen Farbe im Gesicht. Farbe ins Gesicht, wie ich immer so schön sage. Na? Also unser ehemaliger Verteidigungsminister und Kriegshetzer Joschka Fischer hat ja auch mal Farbe ins Gesicht gekriegt und fand das gar nicht so toll. Oder ins Ohr, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist recht nett hier. Also die Sonne scheint von da so richtig runter. Ne? Also es ist wie am hellen, lichten Tag. Und komischerweise macht mir jetzt die Sonne auch gar nichts aus. Ich habe hier übrigens eben was total Hardcore-mäßiges gesehen. Also eine Ameise, die war schwarz, rot, weiß gefärbt und ungefähr 1,5 Zentimeter lang. Also ein richtiges Monster, sowas habe ich noch nie gesehen. Latschte da auf dem Baumstamm lang. Fand ich total schräg. Ich hätte sie ja gerne gefilmt, aber das Viech war sowas von schnell und ist dann auch gleich unter so eine Baumschuppe drunter gerast. Und ich war nicht mutig genug, die Baumschuppe anzuheben. Wer weiß, vielleicht hat das Ding ja irgendwelche Spezialwaffen. Ne? Also spuckt einem ins Auge mit Säure oder so. Was für eine Scheiße. Spaß beiseite. Nee, sowas können Ameisen nicht.
Genauso wenig, wie sie Laseraugen haben. Aber auf jeden Fall, ja, ich wollte da nicht hinterhergehen. Ist ja auch Privatsphäre, wer weiß, was unter dieser Baumschuppe abgeht. Also, nee, ich habe sie dann einfach in Ruhe gelassen. Und aber ist schon ein derbes Ding, ne? So 1,5 Zentimeter, ungelogen, schwarz-rot-weiß irgendwie, ganz komisch gefärbt. Also ich habe zuerst auch gedacht, dass es gar keine Ameise ist, aber es war eindeutig eine Ameise. Hardcore-Ding. So, nee. Ich denke die ganze Zeit, dass hier irgendwelche komischen Touristen oder sonst was vorbeikommen. Oh, ich schwitze mal wieder wie Sau, aber naja, ich sitze ja auch mitten in der Sonne. Vielleicht sollte ich das auch nicht tun und mir hier die Rübe zulöten. Ist vielleicht nicht gerade die intelligenteste Art und Weise, den Tag weiter zu verbringen. Aber man hat in 42 Jahren schon einiges an Erfahrung gesammelt und ich denke, ich kann das wegstecken. Ich bin jetzt übrigens auf einem Weg, wo ich überhaupt nicht weiß, wo ich eigentlich bin. Kommt das irgendeinem bekannt vor? Also ich weiß es ungefähr. Ne? Darunter ist Aumühle. Da oben irgendwo ist die beschissene Autobahn, wo man nicht drunter durchkommt. Und wenn man das so sagt, so schräg nach da ist zu Hause. Insofern bin ich auch schon auf dem richtigen Weg, weil ich fahre da so einen Weg lang. Ja, wird mal ordentlich durchgeschüttelt, ne? Ich denke mal, ich werde merken, wenn ich zu viel Bier getrunken habe, weil dann muss ich kotzen. Ich werde dann die Kamera einschalten. Versprochen. Okay, Freunde, ich werde jetzt erstmal dieses Bierchen hier austrinken. Dann mache ich mich auf die nächste Etappe vom Weg. Ich habe eben gerade gesehen, zu meinem Zeitlimit habe ich noch 2 Stunden ungefähr Zeit. Das wird schwer einzuhalten sein, weil ich habe ungefähr 2,5 Stunden bis runter nach Aumühle gebraucht. Also bis in den Sachsenwald. Und ich bin nicht wirklich näher an zu Hause jetzt. Denke ich zumindest. Also die komischen Waldwege hier sind ja auf keiner Karte verzeichnet. Also ich werde mal sehen, ne? Also wenn dann nachher, ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch genügend Aufnahmekapazität habe. Ich habe, also gleich ist diese große Karte, die 16 GB ist zu Ende. Dann habe ich noch 2 GB oder so habe ich dabei. Also 4 GB. Naja, wird vielleicht klappen. Auf jeden Fall, wenn ich später irgendwann dann nur noch im Dunkeln erscheine, mit so einer Lampe im Gesicht, dann wisst ihr, ich habe es nicht vor Einbruch der Dunkelheit geschafft, nach Hause zu gehen. Das werde ich euch dann auch lang und breit erzählen, ist doch klar. Vor allem breit. Versprochen. Nun, ich mache erstmal Feierabend. Und wir sehen uns dann später. Bis dann. Ciao. Das ist hier noch ein letzter Schluck. Ich meine, für andere wäre das eine Viertelflasche Bier, aber ich trinke das aus jetzt. Und dann geht es nach dahin weiter, also diesen Weg darunter, den ihr jetzt nicht sehen könnt. Und dann schauen wir mal, wie ich nach Hause komme. Na? Also wenn ich nicht nach Hause komme, dann komme ich halt nicht nach Hause. Naja, ich denke mal, ich komme raus. Ich habe hier übrigens gerade eben unglaubliche Freundschaft mit einer Wespe geschlossen. Das ist so ein schwarz-gelb gestreiftes Ding für diejenigen, die das nicht kennen. Sitzt meistens auf eurem Obstkuchen, fliegt jetzt gerade um die Kamera rum, mag die Kamera wohl unglaublich gerne. Und ich habe mich mit dieser Wespe darauf verständigt, dass sie mich nicht sticht. Und ich sie dafür nicht breit trete. Ist doch ein guter Deal, ne? Ja, jetzt kommt sie hier schon wieder an. Ich glaube, die hat sich in mich verliebt. Ich weiß das nicht. Ja. Ich sehe gerade, auf der Karte sind nur noch 6 Minuten drauf. Jetzt wahrscheinlich irgendwie. Ich kann dieses dämliche Display von hier aus nicht sehen. Es ist wirklich weit entfernt. Und ich habe gute Augen, aber ich kann es nicht sehen, weil es spiegelt und da oben ist die Sonne und knallt da irgendwie so von der Seite drauf. Ist nicht zu sehen. Wespe, bleib weg. Ich habe gerade mit dir Frieden geschlossen. Ich will dich nicht töten. Ah, da ist es schon wieder. Okay.
ich laber hier Blödsinn. Jetzt kommt auch noch eine Fliege an. Ich glaube, die hat gleich allen Insekten erzählt, dass ich ein freundlicher Mensch bin. Hoffentlich nicht den Ameisen. Okay, Freunde, ich laber Scheiße. Und das ist auch gut so. Und deswegen werde ich jetzt diesen Schluck Bier, der für manche von euch eine Viertelflasche wäre, also ein... Warte mal. Okay, ich muss übrigens nach Hause, weil ich spiele Monster World. Und da wachsen momentan gerade meine Aladdin-Lampen. Und auch bei Age of Champions muss ich einiges tun. Und insofern muss ich nach Hause, ne? Facebook ist kacke, ne? Okay, Freunde. Ich fahre weiter. Okay, Freunde, jetzt wird's knapp. Das war eine Warnung von Madame Kamera, nämlich meine 16 GB Superkarte ist voll. So, der Akku hat auch noch 1,5 Stunden. Und es sind übrigens keine 2 GB Karten, es sind 2 4 GB Karten. Insofern kann ich jetzt 2,5 Stunden noch aufnehmen. Das will ich nicht mit Gelaber verhunzen, wenn nicht nötig. Und deswegen geht's jetzt straight weiter. Okay, liebe Freunde, ich würde das Ganze einfach mal unter Berufsrisiko des Drunken Masters unter den Waldbikern abhaken. Also ich fuhr eben da so eine Strecke runter, die sah eigentlich ziemlich vielversprechend aus. Und naja, ich krachte fast in einen Sumpf. Also ich krachte fast in einen Sumpf. Der Weg hörte plötzlich auf. Er sah vorher vielversprechend aus. Scheiße, die Mücken kommen schon wieder. Und endete dann abrupt. Die andere Alternative endete genauso. So, jetzt habe ich hier einen ziemlich vielversprechenden Weg. Ich hoffe, der endet nicht genauso, weil ansonsten muss ich ungefähr 2,5 Kilometer zurückfahren. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl. Yeah.